Okay. Ja, das ist gut. Schönen guten Abend. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Namen des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft hier in unseren Räumen am Bebelplatz. Sie, liebe Gäste, Sie, liebe Diskutanten, die sich eben schon wieder zurückgezogen haben, liebe Katja Weber auch und das Team von D-Radio Wissen, herzlich willkommen hier. Mein Name ist Uta Meyer-Hahn. Ich bin Doktorandin hier am Institut im Bereich Policy und Governance. Und das Format des digitalen Salons kennen Sie wahrscheinlich schon. Ganz kurz werde ich Ihnen trotzdem nochmal das Wichtigste sagen. Es geht jeden letzten Mittwoch im Monat um Themen aus Netzpolitik und Digitalkultur hier bei uns in der Diskussion. D-Radio Wissen überträgt die Diskussion live im Internet. Wenn Sie sich also zu Wort melden, dann müssen Sie das wissen und produziert daraus eine Radiosendung. Auch das könnte dann relevant sein. Wir freuen uns natürlich über viel Beteiligung. Schon jetzt auch ein Hinweis, Sie haben den Wein und die Brezeln schon gefunden. Es ist auch die Erfahrung, dass selten alle Argumente ausgetauscht sind am Ende so einer Veranstaltung. Deshalb fühlen Sie sich herzlich eingeladen, im Anschluss noch weiter mit uns zu diskutieren. Und auch wenn Sie Fragen zum Institut haben, dann können Sie die gerne an uns stellen. Jetzt aber zum Thema. Es geht um Wearables. Viele Beispiele werden Sie sicherlich gleich hören in der Diskussion. Deshalb verzichte ich darauf und würde lieber einen Moment über Emanzipation sprechen. Ich bin ein bisschen zurückgegangen und habe mich an einen Aufsatz erinnert, den ich vor längerer Zeit gelesen habe. Vor noch viel längerer Zeit ist er entstanden. Donna Haraway hat ihn geschrieben, eine US-amerikanische Wissenschaftlerin und Feministin. Und sie hat sich beschäftigt mit Dualismen. Dualismen, das meint Gegensatzpaare, also sowas wie das Selbst, das andere, männlich, weiblich, Natur, Kultur, Mensch, Technik. Es gibt zig Dualismen, auch Repräsentation oder das Echte, der Macher oder das Hergestellte. Wir sind quasi umzingelt, hat sie festgestellt, von Dualismen und hat die vor allem in der Denktradition der westlichen Moderne ausgemacht. Und Haraway verlangte schon vor vielen Jahren eben, dass wir diese Dualismen hinterfragen. Und zwar deshalb, weil sie Ausgrenzungen produzieren. Wenn man also in diesen Dualismen die Pole als natürliche, als feste Ordnung, als etwas Gegebenes auffasst, dann sind in ihren Augen gesellschaftliche Benachteiligungen überhaupt nicht weit. Man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man an so ein Begriffspaar wie zivilisiert oder wild denkt, würde ich sagen. Also etwas als das Fremde hinzustellen, sichert meistens das eigene ganz gut ab. Was hat das mit Wearables zu tun, kann man fragen. Haraway beobachtet, dass diese Dualismen sich im Zusammenhang mit Informationstechnologien anders darstellen als in dieser Klarheit von ganz, ganz früher. Und Beispiele dafür sind zum Beispiel so ein Begriffspaar wie perfekt und unzulänglich. Das erscheint im Kontext von Informationstechnologien eher unter dem Begriff der Optimierung. Oder das Verhältnis Körper-Geist erscheint im Lichte von Kommunikationsgestaltung. Die Biologie befasst sich neuerdings auch mit dem Kodieren und dem Auslesen des Organischen. Also kurzum, körperliche Grenzen werden durchlässig. Interfaces erlauben Visualisierung und manchmal auch Eingriffe. Die politisch interessante Frage ist, wer bestimmt eigentlich, wie diese Grenzbereiche, diese Visualisierung, diese Kodierung, mit denen wir es heute zu tun haben, zu interpretieren sind. Und wie gesagt, dieser Text, auf den ich mich beziehe, jetzt nenne ich endlich auch den Namen, ist das Cyborg Manifesto. 1985 hat Donna Haraway das geschrieben und zwar deshalb, weil sie Cyborgs eine besondere Bedeutung beimisst. Sie sagt nämlich, Cyborgs sind diejenigen, die die Grenzgebiete unserer gesellschaftlichen Kategorienbildung erkunden können. Hybriden nennt sie die Cyborgs, die in mehrdeutigen, hergestellten Welten leben. Und gerade weil Cyborgs in ihren Augen nicht in solchen Dualismen wie Natur und Kultur oder Technik gefangen sind, leben sie ein Leben oder haben einen Erfahrungsvorsprung anderen gegenüber, weil sie mit interpretatorischer Unsicherheit ganz anders umgehen und der ausgesetzt sind anders. Also Haraway vermutet, dass Cyborgs vielleicht einen besonderen Einblick in Ausgrenzungen haben, die wir durch Technologien produzieren und uns politischen Weg weisen können. Also, das Manifesto, das Cyborg-Manifesto ist jetzt fast 30 Jahre alt. Hier und heute haben wir das Internet, sprechen über Wearables, haben einen selbst sich bezeichnenden Cyborg unter unseren Gästen. Und insofern frage ich, was ist aus diesen Dualitäten geworden?
die Donna Haraway damals festgestellt hat, und wie erkunden wir die Grenzbereiche? Ich bin sicher, die Diskussion wird den einen oder anderen tollen Anknüpfungspunkt liefern und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke. So, mal sehen, ob Sie alle noch wissen, wie wir vorhin saßen. Ich mir auch, ehrlich gesagt. Also ich weiß es noch. Das sieht richtig gut aus. Ja, genau, wunderbar. Hallo, von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen. Vielen Dank für den ja, sehr breiten und trotzdem sehr prägnanten Input vorneweg. Ich glaube, wir versuchen jetzt im Folgenden vielleicht näher an die Gerätschaften ranzukommen, aber diesen Aspekt des Dualistischen oder des Dualismus würde ich, glaube ich, ganz gerne versuchen zu bewahren für die Diskussion. Wenn ich es vergesse, freue ich mich, wenn Sie alle dran denken. Von mir auch noch so ein paar Bordhinweise. Also hier vorne immer noch die Logenplätze frei. Sie können gerne noch aufschließen. Zudem auch noch mal von mir bekräftigend gesagt, wir streamen die Veranstaltung. Sprich, wenn Sie nicht gefilmt werden möchten, sollten Sie es vermeiden, sich in Richtung Kamera umzudrehen. Die Sendung läuft dann auch auf D-Radio Wissen in der wunderbaren Sendung der Hörsaal. Sprich, wenn Sie sich zu Wort melden, kann es sein, dass Sie sich eben auch im Radio wiederfinden, das vorneweg. Wer uns im Stream sieht, kann, was er oder sie findet, mitteilen per Twitter unter Hashtag Dicksal. Ich versuche im Laufe der Diskussion dran zu denken, auch ab und zu darauf einzugehen. Und ja, für euch alle vielleicht auch nochmal der Hinweis, schön ist das natürlich immer, wenn wir hier nicht Frontalunterricht machen müssen, sondern ihr mit dem, was ihr wissen wollt, was wir hier vielleicht gerade gar nicht ansprechen, nochmal kommt mit euren Erfahrungen, Nachfragen oder vielleicht auch Kritik. So, das vorneweg. Jetzt zum Amtlichen. Mein Name ist Katja Weber. Man kann es ahnen, ich gehöre zu D-Radio Wissen und habe das Vergnügen, diese Runde hier zu moderieren. Und wir reden über Wearables. Also früher haben wir mit dem Telefon telefoniert. Ich glaube, es sitzen viele Leute, die wissen, dass das so ein Mono-Use-Ding war früher. Jetzt machen wir anderes. Mit Uhren haben wir die Zeit bestimmt, mit Armbändern, ich tue es noch, unsere Handgelenke geschmückt, mit Brillen unsere Augen verstärkt. Ich habe gesehen, Daniela Kuka hatte vorhin schon eine neuere Brille. Meine ist noch oldschool, einfach mit Stärke. Ja, wir reden also über smarte Armbänder, smarte Uhren, smarte Kleidung, Google Glass vielleicht auch. Wir können eine Menge Chips dicht am Körper tragen. Herr Park zum Beispiel tut das und Sie dann, das tun Sie glaube ich nicht, versorgen mit Daten zu unserem Ess-, Trink- oder Bewegungsverhalten. Ja, warum tun wir das? Was haben wir davon? Jetzt steht die Bikini-Saison kurz bevor, auch wenn man das heute nicht so merkt. Deswegen lautet der Titel der heutigen Sendung Wearables, fit und schlank dank Smartwatch? Fragezeichen. So, ich stelle euch die Gäste vor. Daniela Kuka lernt an der lehrt vor allen Dingen an der Universität der Künste, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, hat ein besonderes Interesse am Spiel und am Spielen, also ein wissenschaftliches Interesse. Wissen Sie, dass heute Weltspieltag ist? Nein. Es ist heute Weltspieltag und ich freue mich, dass Sie trotzdem gekommen sind, um mit uns zu reden, statt Memory zu spielen oder zu datteln oder was auch immer. Und ich habe mir sagen lassen, dass Sie sich fragen, was passiert, wenn alles, was wir tun oder vielleicht auch lassen, sichtbar wird und zur Bewertung freigegeben wird. Enno Park sitzt neben mir, hat eine Vielzahl von Funktionen. Sie sind Ostfriese, Blogger, Programmierer, aber insbesondere eingeladen als Cyborg. Wurde vorhin schon angesprochen. In letztgenannter Funktion haben Sie einen Verein gegründet, die Gesellschaft zur Förderung und kritischen Begleitung der Verschmelzung von Mensch und Technik. Über das, was ein Cyborg leisten kann, zumindest eine Idee davon, haben wir gerade schon ein bisschen was gehört. Tolle Einleitung. Ja, schließe ich mich an. Johannes Kleske sitzt neben mir, verdient seinen Lebensunterhalt, indem er Unternehmen erklärt, wie sie sich im Netz positionieren, wie digital kommuniziert wird. Third Wave heißt ihre Firma und sie finden, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz sehen können, Quantified Self, Life-Logging, Self-Tracking. Ja, ich glaube, also Sie können es gleich korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Nicht ganz uninteressant, aber Sie brennen jetzt auch nicht total dafür. Ja. Differenzierungen später. Und mein Nachnamensvetter Carsten. Ja, dualistisch. Genau, mein Nachnamensvetter sitzt ganz außen, Carsten Weber, nicht verwandt, nicht verheiratet. Professor an der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, Dozent für Technikfolgenabschätzung. Und wir wollen ja reden über das, was wir Stand heute
Wissen über die Konsequenzen unseres Tuns in der Zukunft, soweit wir das dann eben können. Vielleicht dann gleich auch an Sie die Frage, sammeln Sie Daten, die Ihren Alltag, Ihren Bewegungsablauf, Ihr Verhalten dokumentieren und versuchen daraus Rückschlüsse zu ziehen auf Carsten Weber? Ja, außer meinem Kalender glaube ich nicht. Nein, ich benutze keine Variables und ich habe auch aufgegeben, mein Gewicht zu dokumentieren. Okay. Und würde Sie nicht mal anpiepen, vielleicht doch so eine App zu nutzen, um das, was Sie beurteilen, erstmal aus der gelebten Erfahrung kennenzulernen? Ich gehe zwar laufen und da wäre vielleicht so ein Pulsmesser oder sowas vielleicht interessant, aber ich glaube, ich kann noch ganz gut merken, was mit meinem Körper los ist. Da brauche ich, glaube ich, kein Medium, das mir das mitteilt. Sie, Herr Kleske, haben so ein Medium. Was geben Medium. Sie dem und was gibt es Ihnen zurück? Also für mich gibt es so zwei Aspekte, gerade so ins, also wie wir sagen jetzt Wearables, lange haben wir über Quantified Self gesprochen, da gibt es verschiedene Überschneidungen und Trennungen. Für mich ist es erstmal, gibt es zwei Aspekte, nämlich einmal mein persönlicher, so was bringt mir das für meinen Alltag, für mein Leben, für meine Gesundheit und gleichzeitig der Aspekt als jemand, der professionell sich dafür interessiert, wie diese Technologien entstehen, was die Gedanken dahinter sind und was vor allem die Konsequenzen aus ihnen heraus sind. Mich würde jetzt erstmal genau, interessieren, für mich was persönlich ist es, es gibt, ich mach's mal ganz, ganz einfach. Ich bin vor 2 Jahren, hatte ich die Diagnose leichter Bluthochdruck. Mhm. Bluthochdruck ist so eine typische, in meinem Fall insbesondere so eine typische Zivilisationskrankheit, die durch Stress kommt. Und Bluthochdruck ist insofern fies, weil es praktisch im Alltag nicht möglich ist, dass ich an meinem Körper spüre, wie mein Blutdruck gerade aussieht. Es ist eigentlich das typische Beispiel für eine Krankheit, die abhängig ist von einem Wert, der auf einem Display steht. Es sei denn, ich bin ein gelernter Arzt oder jemand, der quasi das hören kann, wenn er mir den Blutdruck misst. Aber für mich als Laie, ich brauche ein Gerät mit einem Display, wo eine Zahl draufsteht, damit ich weiß, wo mein Blutdruck sitzt. Und für mich war das ein wichtiger Moment, wo das alles auch nochmal quasi eine andere Wertigkeit bekommen hat, weil ich wusste, okay, in dem Moment, ich muss was machen. So, ich möchte eigentlich nicht den Rest meines Lebens irgendwie auf Blutdruckpillen hängen und so weiter. Vor allem nicht, weil das was war, was ganz klar mit meinem Lebensstil, mit meiner Art, meinen Alltag zu gestalten zusammenhängt. Also Fazit, mehr Bewegung. Also habe ich mir verschiedene Sachen angeguckt und habe mir überlegt, genau, ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte mich mehr ausbauen. Ich möchte aber auch besser verstehen, wie ich meinen Alltag gestalte und wo zum Beispiel ich dazu neige, irgendwie ungesund zu leben. Was auch immer also das dann sich im Detail kann ich Ihnen hatte. Jetzt in Bezug auf mich total genau sagen, wann und in welchen Situationen ich dazu neige, ungesund zu leben. Genau, und die spannende Frage ist dann, wie kriege ich mir Gewohnheiten, kann ich mir Gewohnheiten beibringen, die mir helfen, das Stück für Stück zu verändern. Aber brauchen Sie dafür sozusagen einen Spiegel außerhalb Ihrer selbst? Also ich würde sagen, wenn da die DVD-Packung Mad Men liegt und daneben 2 Tüten Taco-Chips, dann weiß man schon in etwa, was am Ende bei rauskommt, oder? Ja, na klar. Also die Frage ist immer so, brauche ich das oder ist es so eine kleine Hilfe, die mir hilft, zu sagen, okay, heute bekomme ich so einen Feedback-Loop. Also ich bringe da immer das andere Beispiel gerne. Es gibt diese Tempo-Anzeiger. Ne, ich fahre eine Straße runter und da steht, Sie fahren so und so viel Kilometer pro Stunde. Totaler Quatsch. Jeder Autofahrer sieht vor sich ständig, wie schnell er gerade fährt. Und trotzdem funktionieren diese Dinger wahnsinnig gut. Und ich glaube, es liegt nicht nur daran, weil ich in dem Moment denke, jeder andere kann auch sehen, wie schnell ich fahre, sondern weil ich einen direkten Feedback-Loop für mich habe. Richtig, irgendwie. Und das ist das, was ich eigentlich erreichen okay. möchte. Und was hat es Ihnen gebracht, dass Sie sich jetzt eben motivieren, denke ich mal, häufiger eine Treppe zu steigen, statt einen Fahrstuhl zu nutzen, joggen zu gehen, solche Dinge, das Fahrrad zu nehmen, das Auto stehen zu lassen? Also ist der Blutdruck gesunken? Ja. Gut, bündige Antwort. Frau Kucker, wie ist das bei Ihnen? Was nutzen Sie und wozu? Ich nutze aktiv als jetzt regelmäßig nichts. Ich habe aber mal ein Selbstexperiment mit The Eatery gemacht. Das heißt, ich habe... Mit was? The Eatery ist eine App, die zur, ich nenne es jetzt mal Überwachung, des eigenen Essverhaltens dient. Das heißt, ich habe 3 Wochen lang jeden Tag fotografiert, was ich esse und trinke. Und dann von der Community Feedback darauf bekommen, ob das jetzt gesund war oder nicht. Mhm. Und
Da haben wir ein paar interessante Mechanismen entdeckt, wo wir dann gedacht haben, das lohnt sich, das mal ein bisschen genauer zu erforschen. Und haben dann angefangen, solche digitalen Systeme in, ich sag mal, als Papierprototypen, als Spiele nachzubauen, um zu gucken, was da eigentlich mit unserem Verhalten passiert. Was ist denn mit Ihrem Verhalten passiert? Das war insofern ganz interessant, weil man natürlich, wenn man mit forscherischem Interesse an sowas rangeht, erstmal, glaube ich, ganz anders auf diese Systeme guckt. Ich habe erstmal probiert, die Grenzen auszutesten und habe erstmal versucht, was ich vermutet habe, wo möglicherweise Leerstellen in der Systemlogik sind. Das heißt, ich habe dasselbe Essen in unterschiedlichen ästhetischen Qualitäten fotografiert. Aha. Und festgestellt, dass sich das natürlich auf den Score auswirkt, zum Beispiel. Wie, dann sagt die Community, wenn es unappetitlich aussieht, lass das, du kriegst Salmonellen. Und wenn es lecker fotografiert ist, wird es gut gefunden, oder? So ungefähr. Also man bewertet eigentlich nur nach Fit or Fat auf einer Skala von 1 bis 100. Und, differenziert. Und wenn, das war jetzt in dem Beispiel war Spinat und Fisch, wenn das in einem schönen Licht gut arrangiert fotografiert ist, gibt es einen höheren Score, als wenn das irgendwie so auf den Teller geklatscht irgendwie negativ fotografiert ist. Und das ist ganz interessant, weil eigentlich die Ästhetik des Essens ja sich nicht auf meinen Gesundheitsscore jetzt zwangsläufig auswirken sollte. Also das ist ein Kriterium, was eigentlich in diesem System nicht berücksichtigt wird. Ich habe vorhin schon angesprochen, dass Sie ja auch ein Auge auf den Mensch als ein spielendes Wesen haben. War da auch die Absicht dahinter, den spielerischen Effekt solcher Apps, Community und netzbasierten Geschichten zu erforschen, oder spielte das gar keine Rolle? Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil ich glaube, dass die meisten Systeme gerade über solche gamifizierten Mechanismen funktionieren. Und das ist aber auch ein Grund, warum ich das relativ kritisch sehe, weil hier Mechanismen wirken, die uns nicht dazu bringen, unser Essverhalten zu hinterfragen, sondern die uns eigentlich konditionieren auf dem Reaktionsschema, wo ich irgendwas klicke und irgendwie es Spaß macht, irgendwie das Essen zu bewerten. Aber ich hinterfrage nie, warum habe ich diese Entscheidung für dieses Gericht eigentlich getroffen. Sondern ich reagiere auf eine Zahl. Wenn die grün ist, bin ich beruhigt. Wenn die rot ist, bin ich irgendwie nervös. Und das ist eigentlich nichts, was ich glaube, was langfristig dazu führt, dass ich meine eigenen Essgewohnheiten hinterfrage. Aber wenn diese Farbzuordnung grün und rot ja tatsächlich unterfüttert wäre mit einem vernünftigen Know-how, also nicht einfach nur nach Optik oder wie es mir gerade geht, sozusagen zustande käme, dann hätten Sie ja doch was davon, oder? Also wenn grün tatsächlich signalisieren würde, ist medizinisch super, ist das bitte, und rot, damit tust du dir was an, lass das bitte. Ja, jein, das hängt dann davon ab, was ich eigentlich will, wenn ich so ein Tool benutze. Also wenn es nur darum geht, zu beurteilen, was ist jetzt das gesündeste Gericht in diesem Moment, würde ich mir zutrauen, dass ich das noch selber beurteilen kann, ob der Salat jetzt gesünder ist als als das Steak mit Pommes. Und letzten Endes geht es um die Frage, sind die Mechanismen, die dort greifen, um das Essen zu bewerten, transparent? Also kann ich die überhaupt nachvollziehen? Und in der zweiten Phase, wie berücksichtigt dieses System eigentlich meine aktuellen Lebensbedingungen? Also geht es jetzt in Wirklichkeit, geht es in diesem Augenblick wirklich darum, dass ich die gesündeste Entscheidung treffe, oder verlangt meine momentane Lebenssituation vielleicht eine ganz andere Entscheidung von mir? Jetzt habe ich Vorbereitungen hier auf diesen Abend gelesen, dass Anfang des Jahres beim Weltwirtschaftsforum in Davos in einen Saal reingefragt wurde, wie viele Leute smarte Armbänder tragen, also Fuelband, Jawbone oder Fitbit. Und tatsächlich gingen da 2/3 der anwesenden Arme hoch. Und da saßen die Häuptlinge der Deutschen Bank, der Bertelsmann-Chef, der Commerzbank-Chef, die Allianz-Vorstände, so zumindest berichtet die FAS. 2/3 im Saal sagten also, ja, Tatsache, so ein Ding tragen wir. Jetzt wollte ich mal quasi in Konkurrenz treten mit dem Weltwirtschaftsforum und mal fragen, wie es hier aussieht. Wer von euch trägt so ein Ding oder trug es mal, um rauszufinden, na gut, das ist weit davon entfernt, 2/3 zu sein. Ja. Jetzt natürlich die Frage, wer ist Avantgarde, wir oder Davos? Müsst ihr selber beantworten. Hat denn schon mal jemand außer euch beiden früher versucht, sich mit so einem Tool auf die Schliche zu kommen? Oder plant es vielleicht, das noch kurz vor den Sommerferien zu tun? Okay, auch nicht unbedingt 2/3. Herr Park, bei Ihnen geht es weniger um so ein Gimmick wie so ein Armband, sondern um essentiellen Sinn, nämlich das Gehör. Wenn Sie Ihr Gehör nicht verstärken würden oder ihm mit einem Chip auf die Sprünge helfen würden, könnten wir gar nicht miteinander reden. Vielleicht erläutern Sie mal, was Sie tragen und zu welchem Zwecke. Naja, was ich trage, ist ein Cochlea-Implantat und
Im Gegensatz zu den ganzen Variables ist es auch nichts, was ich irgendwie am Körper trage, sondern was tatsächlich in meinen Körper implantiert wurde. Ganz einfach zusammengefasst, ein künstliches elektronisches Gehör, das mit meinem Hörnerv verbunden ist, dort ein Signal drauf gibt, mit dem ich dann wieder hören kann, weil ich sonst gehörlos wäre. Mhm. Wie groß ist das Ding und wo sitzt es in etwa? Also das sieht jetzt so aus wie ein Hörgerät. An meinem Hinterkopf kann man so ein bisschen die Spule sehen, da geht das Ganze dann nach innen. In meinem Schädel sitzt sozusagen das Gegenstück, etwa so groß wie eine 2-Euro-Münze. Mhm. Und von dort ist dann so ein Kabel quasi unter Putz verlegt und endet in 22 Elektroden, die an meine Hörnerven enden. Bedarf das der Wartung? Sind. Ja, das bedarf durchaus der Wartung. Also ich habe in größeren Abständen Kliniktermine. Da wäre schon mal etwas, was man messen könnte, was ich tatsächlich über Foursquare gemessen habe. Ich hatte 29 Kliniktermine in ungefähr 3 Jahren. Mhm. Damit bin ich aber auch weit über dem Durchschnitt, weil ich die armen Leute dort ständig nerve mit Ideen, wie man meine Einstellungen noch verändern und verbessern könnte. Mhm. Sonst braucht man eigentlich eine Menge weniger. Aber es ist halt Technik und die nutzt sich ab und alle paar Jahre wird der äußere Teil, den ich am Körper trage, auch ausgetauscht, während das Implantat selber jahrzehntelang hält. Mhm. Seit wann tragen Sie das? Seit 2011. Mhm. Jetzt haben Sie vor ein paar Monaten, ich glaube Ende des vergangenen Jahres, ich sprach es vorhin an, einen Cyborg-Verein gegründet. Vielleicht, der Begriff schwirrte ja schon mehrfach durch den Raum, definieren Sie uns erstmal den Cyborg. Was zeichnet den aus? Ja, also Cyborg ist tatsächlich das, was wir aus dem Science-Fiction-Film kennen. Der Organismus, der mit Technologie verwoben, verbunden ist. Und bin ich ein Terminator. Cyborg mit Brille? Oder noch nicht? Nee, eher nicht, weil die Brille führt ja eigentlich nur dazu, dass sie sozusagen auf das normale Level dessen kommen, was jeder Mensch eigentlich können sollte, sozusagen eine Norm erfüllen. Mhm. Wenn wir aber Technologien in unseren Körper einsetzen, die in irgendeiner Form unsere Sinne und Fähigkeiten beeinflusst, dann würde man schon eher von einem Cyborg sprechen. Auf jeden Fall sollte es ein Gerät sein, das uns den ganzen Alltag hindurch begleitet. Das heißt, wir reden nicht von Prothesen, sondern von Einrichtungen, die uns ein Mehr an Fähigkeiten zuordnen? Also ein Großteil der Prothesen, die es so gibt, die aus medizinischen Gründen implantiert oder verschrieben werden, sind natürlich Cyborg-Geräte. Nur ein sehr, sehr kleiner Teil wird aus nicht-medizinischen Gründen gemacht, meistens von leicht nerdigen Menschen wie uns, die mit so etwas experimentieren. Ich denke aber, das wird sich dann auch in Zukunft relativ bald ändern. Gut, dann lassen wir uns mal über die leicht nerdigen Menschen reden. Wieso haben die sich in einem Verein zusammengeschlossen? Also was wollen sie erreichen? Entstanden ist das Ganze aus einem Witz. Noch bevor ich operiert wurde, hat dann jemand gesagt, haha, da bist du ja ein Cyborg. Das Thema hat mich dann nicht mehr losgelassen und der Witz bleibt bestehen. Allerdings nehme ich das tatsächlich mittlerweile ernst, nachdem ich unter anderem das Cyborg-Manifesto von Donna Haraway und viele, viele andere Dinge gelesen habe. Und bin zu dem Schluss gekommen, Technologie wird immer kleiner, Technologie wächst an uns heran, kommt unserem Körper immer näher, wird teilweise sogar implantiert. Das hat sehr, sehr weitreichende Folgen für unsere Gesellschaft. Wir sind nun die, die das einerseits cool und spannend finden, damit spielen wollen, ausloten wollen, was geht, durchaus sogar selber kleinere Implantate entwickeln, wobei ich dazu sagen muss, wir reden von Dingen, die mit einem Piercing vergleichbar sind und nicht irgendwelchen großen OPs oder so. Auf der anderen Seite aber auch viele Fragen, welche Folgen hatten das eigentlich, wenn wir zum Beispiel überall unsere Daten hinterlassen. Und dann kommt man dann wieder an einen Punkt, wo man merkt, ach, diese Fragen, die haben ja eigentlich gar nicht nur Cyborgs, die haben wir alle, sobald wir ein Smartphone in der Tasche tragen. Mhm. Das heißt, Sie finden, das ist qualitativ gar keine andere Diskussion, die wir jetzt führen? Nee, die ist nur leicht verschoben, weil bei uns der Schritt halt noch ein Stück weiter geht. Dass Dinge eingepflanzt sind in den Körper oder fest mit dem Körper verbunden sind. Aber wenn man ein Wearable hat, das man von morgens bis abends trägt, das einen den kompletten Alltag begleitet, kann für viele schon das Smartphone. Was manche nehmen es ja wirklich morgens als erstes in die Hand und abends als letztes. Und es erweitert gleichzeitig unsere Sinne dahingehend, dass es das uns umgebende unsichtbare Internet quasi jederzeit so sichtbar macht. Und je nachdem, wie man selber zu diesem Gerät steht, würde ich sagen, ab da fängt Cyborgism schon für das Individuum an. Das heißt, Sie würden jetzt als jemand, der einen Chip implantiert hat, nicht voller Verachtung herabblicken auf Leute, die diese Fitnessarmbänder tragen und sagen, das ist ja nur Kiki, ich habe hier
die wahre Sache. Nein, Quatsch, wieso das denn? Im Gegenteil, ich kann das ja sehr gut verstehen, dass die meisten Menschen nicht so viel Bock darauf haben, sich irgendwie aufschneiden zu lassen oder eine OP zu haben. Aber in Ihrem Verein gibt es Leute, die das tatsächlich freiwillig machen? Oder Sie laden Redner ein, die das machen, sich Sachen unter die Haut schieben lassen, die da jetzt von Natur aus nicht hingehören? Ja, natürlich. Ich werde sowas demnächst auch tun, jenseits der medizinischen Gründe, um mit Dingen zu experimentieren. Allerdings muss ich ja wohl respektieren, dass das nicht unbedingt jedermanns Sache ist. Vielleicht gucken wir noch mal kurz auf den wirtschaftlichen Aspekt dieser Sache. Da hoffe ich mir Aufschluss von Ihnen, Herr Kleske. Sie helfen ja Unternehmen, Produkte, Ideen etc. pp. Im Netz zu positionieren, Strategien zu entwickeln fürs Netz. Wenn ich jetzt zu Ihnen käme und würde sagen, ich entwickle irgendein Teil, das für Kunden wie Sie interessant sein könnte und möchte das gerne promoten und auf den Markt bringen, würden Sie mir zuraten? Wird dafür ein guter Wind? Oder würden Sie sagen, lass mal, da waren schon ein paar Millionen Menschen vor dir auf diese Idee gekommen? Ich glaube, ich wäre ein schlechter Berater, wenn ich direkt sagen würde, machen Sie es auf jeden Fall, das passt, oder machen Sie es nicht, sondern erstmal so, es ist wie immer die Frage, was genau wollen Sie machen, wen wollen Sie damit ansprechen? Und zu welchem Level haben Sie sich das überlegt? Das ist natürlich gerade, jetzt mal rein, was den Hype angeht, ein Riesenthema. Ja, wir sehen unheimlich viele neue Versuche, wir sehen viele neue Ansätze. Wir sehen leider auch relativ wenig gute Ideen, die wirklich spannend sind. Was wäre denn mal eine? Nennen Sie mal bitte exemplarisch eine richtig gute und eine, von der Sie abgeraten hätten. Also mein Tagesatlas. Ja, ich weiß nicht, ich bin hier nur Dienstleisterin. Ja. Nee, tatsächlich, also wenn der Nächste, der irgendwie mit einem Armband rauskommt, bekommt, glaube ich, noch ein müdes Lächeln. So dieses, also ich glaube, so die, das, für mich ein spannender Ansatz wäre, wenn jemand mal nicht kommt und sagt, es gibt jetzt diese Technologie. So, und das ist das, was gerade passiert. Ne? Wir haben Sensoren, die klein sind wie nie und günstig sind wie nie. Deswegen können wir sie in Armbänder, Schrittzähler, in vor allem in Telefone einbauen. Und jetzt was jetzt gerade gemacht wird, ist, wir haben diese Technologie, was können wir damit machen, wie können wir da ein Produkt draus machen? Und ich fände es spannend, im nächsten Schritt tatsächlich hinzugehen, wo sind spannende Probleme, die wir haben, Herausforderungen, die wir haben, und wie können wir dafür Sachen bauen, die tatsächlich diese Probleme lösen? Weil das größte Problem, was die Wearable-Industrie gerade hat, ist die Langzeitmotivation. Von all den irgendwie Millionen Fuel-Armbandern und Fitbits und so weiter, die verkauft wurden, gibt es, glaube ich, nur sehr wenige, die länger als 4 bis 6 Wochen getragen wurden. Weil dann wird es einfach tierisch langweilig und sind es immer die gleichen Werte. Und unsere Leben sind leider meistens nicht so aufregend, dass ich von Tag zu Tag ständig neue Insights bekomme. Also der vielleicht nicht ganz interessensfreie Branchenverband Bitkom sagt, Samsung kann für Galaxy Gear, also diese Uhr, auf 11 Millionen Kunden allein in Deutschland rechnen. Ich würde gerne wissen, wie Sie auf diese Zahl kommen. Bei den großartigen Blamagen, die sich Samsung Gear mit seiner ersten Version geleistet hat, wo tatsächlich ein Drittel aller Leute, die so eine Uhr bekommen haben, sie nach wenigen Tagen wieder zurückgegeben haben, weil sie gesagt haben, das Ding ist so Schrott. Muss ich das vorstellen? Ein Drittel aller Leute, die dieses Produkt gekauft haben, sind wieder in den Laden gegangen und haben gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen. Es ist kein Wachstumsmarkt? Oder ich glaube, es ist ein Markt mit viel Potenzial, aber es wird Zeit für den nächsten Schritt. Es wird Zeit für die wirklich interessanten Lösungen. Wer sich damit irgendwie mehr auseinandersetzen will, Kickstarter ist tatsächlich eine der spannendsten Plattformen, wo neue Ideen wirklich ausprobiert werden. Wo man sehr früh gucken kann, was passieren für Möglichkeiten. Ein heißes Thema ist gerade irgendwie tatsächlich, sind die Ohrstöpsel. Wie die, um den Straßenlärm draußen zu lassen? Oder genau, und dann kann man relativ einfach, relativ gut auch nochmal Sensoren einbauen, die viel über einen aussagen können und die dabei aber nicht irgendwie ständig im Handgelenk und so weiter rumbaumeln. Was findet dieser Ohrstöpsel über mich raus? Puls, Sauerstoff im Blut, Bewegung und diese ganzen Themen auch. Mhm, okay, also, und ich höre dann aber noch normal oder nicht? Man hört damit noch normal. Ist Radio nicht ganz unwichtig? Ja, ja, ich bin da. Man kann tatsächlich damit dann auch Radio empfangen. Ein Münchner Unternehmen hat genau so ein Ding gerade vorgestellt, damit eine sehr, sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne gemacht. Und das hat tatsächlich auch einen Radioempfänger. Also. Diese hohe Rückgabequote,
die Sie jetzt gerade angesprochen haben, Frau Kucker, ist das vielleicht eben auch dem Sachverhalt geschuldet, dass ein Spiel, das man eben bekommt, eine Zeit lang spannend ist, bis man es begriffen hat und dann ist es abgeliebt und abgespielt? Ja, also ich würd fast sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen, ich glaube, dass das Problem ist, dass wir die Tools tun so, als würden sie auf unsere Dummheit abzielen. Also dass wir eigentlich mangelndes Wissen über uns selbst haben und die Tools liefern uns jetzt dieses fehlende Wissen. Ich glaube aber, das eigentliche Problem ist nicht, dass wir dumm sind, sondern dass wir faul sind. Also wir wissen im Grunde, wie wir uns besser, gesünder, fitter machen könnten, aber wir tun es nicht. Und das, was die Tools eigentlich tun, ist, uns zu motivieren. Und diese Motivation kann nicht langfristig aufrechterhalten werden, indem ich immer wieder, wie du gerade gesagt hast, denselben Score irgendwie sehe, sondern da brauche ich dann Mechanismen, die darüber hinausgehen, wie eine Wettbewerbssituation mit einem sozialen Netzwerk zum Beispiel. Also ich brauche im Grunde Mechanismen, die den sozialen Druck, den vielleicht das am Anfang das Neugierige, das Tool mal auszuprobieren, wie das wirkt, sich selbst auf eine neue Weise zu erfahren, wenn das abgenutzt ist, sage ich mal, dann brauche ich irgendwas anderes, was den Druck erzeugt, den ich brauche, um meine Faulheit zu bekämpfen. Weil den Wissensgewinn, den kann ich auch einfacher haben. Vor 10, 15 Jahren war eigentlich dieser personifizierte Druck der Personal Coach. Damals ging das hoch und runter, dass wir alle jemanden brauchen, der uns einlädt, mit ihm im Park joggen zu gehen, der mich daran erinnert, Katja, warst du heute schon schwimmen und so weiter. Löst sich das ab? Also verschwindet der Job des Personal Coaches? Die sprossen ja damals nur so aus dem Boden. Werden die jetzt in Armbanduhren und Bänder verlagert? Das vermag ich schlecht zu sagen. Ich habe nie einen Personal Coach gebraucht, um laufen zu gehen. Aber ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen wollen und zu ein paar Bemerkungen etwas sagen wollen, die bisher gesagt worden sind. Bei der Erzählung in Bezug auf den Bluthochdruck oder den leichten Bluthochdruck oder im gesunden Essen ist mir eingefallen, was in der Anmoderation gesagt wurde, nämlich, dass wir offensichtlich in Dichotomien denken. Und hier äußern sich diese Dichotomien eben wieder auch, nämlich normaler Bluthochdruck zu pathologischer Bluthochdruck oder nicht richtiger Bluthochdruck. Nun ist das aber ein sehr umstrittenes Thema, was eigentlich ein normaler Blutdruck ist. Sie haben das ja auch schon angesprochen, für wen ist eigentlich in welcher Situation welches Essen gerade das Richtige. Das lässt sich nicht so einfach über einen so irgendwie definieren und dann ist es für alle Zeiten richtig. Im Übrigen passiert da auch sehr stark von verschiedenen Interessengruppen sehr viel nach dem Motto, man möchte gerade eben im Bluthochdruckbereich, man möchte an die Leute eben diese Geräte, die möglichst 24 Stunden den monitorieren, verkaufen, dann möglichst gleich auch noch mit einer Therapie verbinden. Also da muss man vielleicht auch feststellen, dass da immer gewisse Hintergründe noch da sind, die jetzt nicht nur darauf aus sind, Ihnen zum Beispiel Ihnen zu helfen, sondern eben auch bestimmte Therapien zum Beispiel an die Frau oder an den Mann zu bringen. Und dieses Denken in normal und nicht normal ist, glaube ich, ein Problem, insbesondere wenn es definiert wird von anderen. Und ich finde es schon verblüffend, dass das offensichtlich sehr viele Leute brauchen, denn so ein bisschen Körpergefühl zu besitzen und zu wissen, ab wann man beispielsweise einfach nicht mehr weiterlaufen sollte oder wann man laufen sollte oder sich bewegen sollte, um es mal vielleicht allgemeiner zu sagen, dass das offensichtlich vielen Menschen verloren geht, das scheint mir eher die größere Thematik zu sein, oder als zu sagen, ich brauche jetzt so ein Gerät oder ich brauche es nicht, sondern wir müssen uns fragen, haben wir uns so sehr von unserer eigenen Physiologie und von unserem eigenen Körper so weit entfernt, dass wir jetzt in dieser Weise Rückmeldung von anderen brauchen, in sozialen Netzwerken. Aber Sie sind ja ein soziales Wesen als Mensch, ob Sie allein einsam durch den Wald joggen oder ob Sie das hinterher teilen. Irgendwoher haben Sie den Impuls bekommen, mach das mal. Also vielleicht wird ja einfach nur der Kanal verlagert. Das würde ich anders beschreiben. Beschreiben Sie es doch mal bitte. Ja, ich will das einfach. Also ich brauche kein Sozial. Ich bin nicht bei Facebook, das ist aber auch nichts, dessen ich mich rühmen muss. Aber ich brauche nicht den Ansporn durch irgendeine soziale
durch irgendein soziales Netzwerk, um dieses oder jenes zu tun. Die Fremdsteuerung, die da scheinbar abläuft bei solchen Sachen, die scheint mir doch schon bemerkenswert zu sein. Und insofern, ja, die Variables lösen womöglich den Personal Trainer ab, weil die Variables schlicht und ergreifend billiger sind als der Personal Trainer, aber dieselbe Funktion übernehmen. Ich würde gerne noch mal zu dieser Rückgabequote kommen, die Sie angesprochen haben. Liegt es vielleicht auch einfach daran, das ist ja, ich stelle es mir so vor, ein tierischer Zeitfresser, wenn ich da wirklich alles protokollieren will, was ich esse, trinke, tue, lasse. Also manche Dinge, also, wie ja. Anzahl der Schritte oder so, ja. Da muss ich nichts vermitteln. Aber das, was Sie betrieben haben, ist, stellt einen gewissen Aufwand dar, das den ist wäre ja auch ganz ich lustig, nicht bereit weil wir, zu leisten. Wir, also wir dann automatisch so eine Unternehmenssicht einnehmen, weil es spricht ja überhaupt nichts dagegen, ein Variable nur für ein paar Wochen zu benutzen, um was zu lernen. Also ich habe The Eatery auch tatsächlich ein paar Wochen ausprobiert und The Eatery beruht auf diesem einfachen Konzept, was seit Jahrzehnten jeder Ernährungsberater einem sagen wird, ist, wenn du anfängst aufzuschreiben, was du isst, wirst du automatisch dein Essensverhalten ändern. Einfach, das ist so ein ganz normaler Feedback-Loop, mit dem wir funktionieren und The Eatery hat verschiedene Sachen draufgesetzt. Ich habe genau die gleiche Beobachtung gemacht, dass irgendwie es ganz viel damit davon ausmacht, wie irgendwie toll ich mein Essen fotografiere oder nicht. Was aber auch nicht wichtig ist, weil tatsächlich irgendwie man konnte sehr schnell damit bewerten, man hat einen Durchschnittswert bekommen und das macht überhaupt keinen Unterschied irgendwie für einen persönlich aus, ob da jetzt irgendwie 0,2 höher oder niedriger als gestern war. Es geht eher so um so ein grundsätzliches Wie geht es mir damit? Und dann, und für mich ist es ganz viel dieses, ich bekomme für einen kurzen Zeitpunkt so ein bisschen mehr Einblick, funktioniert das? Ist so ein Feedback? Und dann ist genau die Frage, wie gehe ich damit um? Ja, so, und für mich war es tatsächlich auch nicht so, okay, ich muss jetzt beim Bluthochdruck genau an diesen Punkt drankommen, sondern ist tatsächlich so eher so, worauf reagiert mein Körper? Bin ich tatsächlich eher stressanfällig für diese Sachen? Wie funktioniert zum Beispiel mein Bluthochdruck, wenn ich, was ich dann gemacht habe, angefangen habe zu meditieren? So, wie reagiert er da drauf? Wie funktionieren diese Sachen? Das heißt, dieses Feedback. Um kurz auf die Frage zurückzukommen, der Grund, warum so viele dieses Samsung Gear zurückgegeben haben, lag schlicht und ergreifend dran, dass das Ding, glaube ich, eine Akkulaufzeit von 5 Stunden hatte, als es rauskam. Dafür aber eine Kamera eingebaut und irgendwie noch sowas. Es war einfach ein ganz grottiges Gerät, was basiert auf einem, da ist ein Hype-Thema, wir müssen da rein, was haben wir als Technologie noch irgendwie im Lager? Schmeiß zusammen und wir packen das raus. Es hat nicht wirklich ein Problem gelöst. Ja, das stelle ich mir in der Tat auch als ein Problem vor. Wie designe ich diese Dinge? Denn ein Armband und auch eine Uhr sollen ja gut aussehen. Das war das, was man bislang damit bezwecken wollte. Es sind Statussymbole, die sagen was über mich. Und da möchte ich mir keinen Joghurtbecher umbinden, sondern und auch irgendwie keine Pannerei, wenn ich nicht schon per se drauf stehe, die groß ist wie eine Untertasse, damit der ganze Kram reinpasst. Sondern möchte ich was haben, was gut aussieht. Wird da an der UdK geforscht, wie man dann vielleicht sinnvolle, taugliche Funktionen ansprechend verpackt? Das gehört jetzt nicht zu meinem Bereich, aber es gibt im Design Research Lab durchaus Bemühungen zu versuchen, solche Technologie auch mehr oder weniger zum Verschwinden zu bringen. Also sie zum Beispiel in Kleidungsstücke so zu integrieren, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, man hat ein Artefakt dabei. Ja, aber auch nicht, dass man aussieht, als würde man gerade auf den Berg steigen wollen oder Sportunterwäsche tragen. Das ist ja das Problem. Also dass die Sachen ja mitunter einfach nicht gut aussehen. Ja, man könnte sie ja auch in normale Kleidung einweben. Ja gut, das ist dann wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger, in ein Stück Seide irgendwelche leitenden Drähte einzuweben. Nö, das ist kein Problem. Gut, das lasse ich mir sagen. Aber auch von euch gerne was, wenn ihr Nachfragen habt. Ich weiß nicht, ob über Twitter was gekommen ist, jemand was meint oder wissen möchte. Also bisher ist hier auch noch ziemlich ruhig. Ihr seid auch ganz schön ruhig. Kontrovers. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich hatte mal so ein Band und habe mich dadurch total fremdbestimmt gefühlt. Ja? Auf einmal hat es morgens vibriert und ich musste aufstehen. Also, kann man das dann nicht so programmieren, also wie ein Wecker, dass es eben klingelt, wenn man aufstehen möchte? Keine Ahnung. Ja, aber es bleibt unangenehm, diese Vibration am Abend. Fühlst du dich denn durch einen Wecker fremdbestimmt? Nicht so, wie was direkt am Körper ist. Okay, also das heißt, die Nähe, dass das irgendwie direkt an dir dran war, der ist der Unterschied. Warum das eine irgendwie normal ist und das andere sich fremdbestimmt anfühlt. Okay. Ja, auf jeden Fall. Okay.
Ich stelle es mir komisch vor, oder zumindest diskussionswürdig, dass ja vieles von dem, was ich einfach so tue und lasse, pathologisiert wird. Also wenn ich die ganze Zeit gucke, was hast du gegessen, zu welchen Zeiten hast du gegessen, wann hast du bewegt, wann hast du faul auf dem Sofa gesessen, dann trete ich in ein Verhältnis zu mir, das ich eigentlich gar nicht unbedingt haben möchte. Sicherlich gibt es Situationen, Krankheitsfälle und so weiter, wo man das tun muss, um eben wieder auf den in die Verfassung zu kommen, in der man sich wohlfühlt. Aber ich frage mich, ob das nicht letztlich so ein Grundgefühl ist, das jetzt angesprochen wurde, dass man sich von sich selbst sehr entfernt und in so einer sehr sachlichen, rubrizierenden Art und Weise auf sich schaut. Ja, sicherlich. Es ist aber auch noch ein anderes Phänomen vielleicht. Das wird in der Medizin als Medikalisierung beschrieben und es gibt jetzt auch den Ausdruck Technikalisierung, dass man eben beobachten kann, dass immer mehr Lebensbereiche eben als gestaltbar angesehen werden und zwar gezielt gestaltbar durch die jeweilige Person. Also ich kann meine Gemütsverfassung gestalten, indem ich die entsprechenden Pillen einwerfe. Ich kann eben muss mich nicht hinnehmen als der ich gerade bin und in der Verfassung, in der ich gerade bin, gegebenenfalls über entsprechende Psychotechnologien kann ich vielleicht darauf Einfluss nehmen. Meditieren, haben Sie gesagt. Mhm. Aber ich muss mich nicht mehr hinnehmen, sondern ich kann mich gestalten. Das scheint ein Trend zu sein, der eben jetzt nicht nur im weitesten Sinne professionellen Bereich stattfindet, dass eben uns Ärztinnen und Ärzte sagen, wie wir zu sein haben, wie wir normal sind und was eben nicht normal ist, sondern dass wir zunehmend diese Perspektive auf uns selbst einnehmen, nach dem Motto, ach, da stimmt aber was mit mir nicht, ich muss das jetzt gestalten, ich muss das jetzt optimieren, ich muss das jetzt so machen, dass ich in den Augen anderer normal bin. Und das scheint mir wiederum ein Rückfall in dieses Normal-Nicht-Normal-Denken oder in dieses Denken in Dichotomien zu sein und diese so Wearables und vieles andere. Also da muss ich, wenn das Haraway so jemals gemeint hat, muss ich einfach widersprechen. Wir verfallen gerade dadurch, dass wir solche Möglichkeiten haben, in so ein Normal-Nicht-Normal-Denken hinein, weil uns diese Technologien diese Rückmeldung geben. Du bist normal, du bist nicht normal. Und zwar nicht an meiner Situation orientiert, sondern vorhin wurde schon gesagt, an der Situation von ich weiß nicht wem, einem System, das ich nicht durchschaue, das irgendwie durch irgendwelche statistisch geprägten Algorithmen sagt, das ist jetzt ein gutes Essen oder ein schlechtes Essen oder dieser Blutdruck ist gerade gut oder schlecht oder wie auch immer. Wie wird das denn bei Ihnen im Verein diskutiert, also diese Normierung, Durchspiegelung in der Crowd oder im System? Ja, also ich kann an dem Punkt tatsächlich nur anknüpfen. Wir machen uns natürlich auch sehr stark Gedanken über Behinderte, weil die nun mal die meiste Technik im und am Körper tragen im Moment noch. Und gerade dort ist auch zu beobachten, dass ein Druck entsteht. Zum Beispiel das Cochlea-Implantat übt Druck aus auf die Gehörlosen. Lass dich implantieren, lass dich operieren. Das heißt, wir als Gesellschaft üben einen Normierungsdruck aus. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil man ja dachte, es sind die Implantate, die man sich baut und so, die uns dann alle irgendwie so in so Borg verwandelt und alle gleich macht und alle gleichschaltet. Und da wollen wir uns gegen wenden. Es ist gerade das Ausbrechen aus der Norm, das Erhöhen der Vielfalt, etwas für mich selber, was mir für mich selber interessant und wichtig ist zu tun. Das ist eigentlich der Raum, den uns die Technologie eröffnen sollte. Und gerade gegen diese Normierung möchten wir uns wenden. Aber kommt die nicht immer hinterher? Also jetzt sind wir dann halt wieder in dem vorhin angesprochenen Dualismus. Für die einen ist es eine Ermächtigung, für die anderen eine Bevormundung. Ja, natürlich kommt sie immer hinterher, aber es muss ja wenigstens mal jemand sagen. Gut, das ist jetzt passiert. Wie geht es danach weiter? Es wäre wunderschön, wenn ich Rezepte hätte, um zu wissen, wie es weitergeht. Müssen wir überhaupt wissen, was sich in welchem Maßstab durchsetzt? Ich denke, wesentliche Dinge hängen mit Kontrolle zusammen und da spielen auch andere Bereiche als nur die soziale Kontrolle eine Rolle, sondern eben auch Datenschutzfragen. Und da ist ja sowieso das Kind meiner Meinung nach längst im Brunnen. Wenn wir jetzt darüber diskutieren, ob man sich selber tracken soll, Daten über sich selber generiert, dann verlieren wir dabei schnell aus dem Blick, dass Unmengen von Daten über uns gesammelt werden. Und zwar auch dann, wenn wir uns wenig bis gar nicht im Internet bewegen, unsere Einkäufe, unsere Bewegungen im öffentlichen Raum. Da würde ich als erstes mal sagen, dass diese Daten auch denjenigen zur Verfügung gestellt werden müssen, über die sie erhoben werden, damit wenigstens
damit arbeiten kann, wenigstens so ein Punkt wie Selbsterkenntnis geschehen kann, wenigstens eine Argumentation dahinter stehen kann. Ja, ich mache das aber so und so, weil ich das so und so sehe. Und wenn es vielleicht ein paar Leute gibt, die sich das trauen, die Werbe aufzubringen, das dann auch zu tun, wäre das schon mal so ein Schritt in diese Richtung. Mhm. Und ich muss auch ganz kurz sagen, zu dieser roten Ampel, wenn ich mein Essen fotografiere, ich würde wahrscheinlich sehr oft denken, hey, wow, rot, das ist fun, das esse ich jetzt. Yummy. Ich würde noch mal ganz gerne kurz Frau Kuka fragen und einen Schritt zurückgehen, also noch mal kurz hinter den Datenschutzaspekt, den Sie angesprochen haben. Noch mal zurück zu diesem Gegensatz oder, keine Ahnung, Dualismus kann man ja auch eigentlich immer als ein sich ergänzendes Paar begreifen, nicht unbedingt nur als Widerspruch. Aber nun hatten wir es hier so aufgebaut, der Dualismus von Ermächtigung, Selbstausrüstung und Bevormundung, also der subkutane Druck, der da auch drin steckt, auf alle anderen, die das nicht tun oder die dem nicht folgen möchten. Was wäre Ihre Haltung dazu? Also was überwiegt und gibt es eine Hintertür? Ja, ich glaube, man ist da ganz schnell immer in so Paradoxien, dass man auf der einen Seite sagt, ja, wir sind dann, die ursprüngliche Vision war ja mal, dass wir uns autonomer machen können von Gesundheitsinstitutionen durch diese Tools. Aber letzten Endes kommt das ja genau durch die Hintertür zurück, wenn wir dann die Frage stellen, wo gehen die Daten hin, was passiert mit den Daten? Aber selbst das ist eigentlich, also diese Datenschutzdebatte setzt eigentlich schon an einem Punkt an, der viel zu spät ist. Weil es gibt so ganz frühe sozialpsychologische Studien, weit bevor wir über Selbsttracking so diskutiert haben wie heute, dass wir unser Verhalten schon dann ändern, wenn wir glauben, selbst wenn wir es nur glauben, dass wir in irgendeiner Form überwacht, vermessen, kontrolliert und bewertet werden. Und das heißt im Grunde, dass es jetzt gar nicht so sehr, also klar, die erste Schiene, es werden die Daten gesammelt, ausgewertet und mit den Daten kann man dann wieder Druck auf die Subjekte oder auf die Individuen üben. Aber im Endeffekt ist die Verhaltensänderung vielleicht schon viel früher passiert, dass wir dadurch, dass wir uns die ganze Zeit überwacht und kontrolliert und bewertet fühlen, schon dazu tendieren, uns irgendwie affirmativer zu verhalten, als wir es tatsächlich tun würden. Weil wir Feedback antizipieren, wir antizipieren das Feedback von einem technischen Gerät, wir antizipieren das Feedback von der sozialen Gemeinschaft und passen unser Verhalten schon im Vorfeld an. Aber wie kommen wir dazu? Letzten Endes, wir geben Daten weg, wenn man das denn wollte, könnten wir die teuer verkaufen, tun wir noch nicht mal. Wir bezahlen für die Geräte, die Daten sammeln. Das ist ja relativ irre. Wieso machen wir das? Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das pauschal beantworten kann, aber ich glaube, es gibt irgendwie so eine Sehnsucht nach irgend sowas wie einer sicheren Wissensbasis. Also wir vertrauen irgendwie unserem eigenen Urteils- und Körpergefühl nicht mehr und suchen irgendwie nach Krücken oder nach zuverlässigen Datenquellen, die uns helfen, Entscheidungen einfacher zu treffen. Und man sieht es ganz gut, wenn man mal die Interfaces von diesen Tools analysiert. Wir haben mal so eine semiotische Analyse von verschiedenen Oberflächen gemacht und festgestellt, dass die eine sehr einheitliche Sprache verwenden. Und das sind Präzisionsmetaphern aus dem Maschinenbau, aus dem Ingenieurswesen. Was wären denn da solche Signalwörter? Na, also erstmal fängt es visuell an, das sind alles entweder Dashboards oder Verlaufskurven. Was heißt das Erste? Ja, also eigentlich etwas, was im Grunde zur Performance-Überwachung von Maschinen eigentlich ursprünglich mal erfunden wurde, um uns in irgendeiner Form das Feedback zu ermöglichen, was mit der Maschine gerade los ist. Weil wir in die Maschine ja nicht reingucken können und nicht empfinden können, wie die Maschine gerade läuft. Das wenden wir jetzt auf uns selbst an. Und wir haben quasi wie so ein persönliches Autotachometer, das scheinlogisch so funktioniert, gesundes Essen, Kurve steigt, ich bin gesund. Und was ganz interessant ist, ist die Rhetorik dahinter, dass es sehr schlau, glaube ich, gemacht wird, solche Kommunikationsmittel zu nehmen, denen wir vertrauen. Also Präzisionsmetaphern, Verlaufskurven, die wir aus der Börse oder aus der Handelsindustrie kennen, Sozialstatistiken, die immer suggerieren, dass sie wissenschaftlich sind, sodass wir, glaube ich, die Illusion haben, dass dort sowas wie ein valides Wissen über uns produziert wird, dass wir uns selber nicht mehr zutrauen. Eine Objektivität oder eine Grundlage, der man auf jeden Fall trauen kann. Ja, klingt dann ja doch
danach, als gäbe es da einen Wachstumsmarkt, also wenn man dieses diffuse Gefühl sozusagen in klingende Münze verwandeln will. Ich finde es ganz spannend, weil es gerade interessant zu sehen ist, wie diese Diskussion gerade, und also ich beschäftige mich mit dem Thema so grob seit 3 Jahren und seitdem gibt es dieses, so, wem gehören denn jetzt die Daten? Und wir haben, ich bin total, finde es total super, wir haben heute noch nicht den Begriff Versicherung erwähnt, der an der Stelle auch immer sofort als nächstes kommt. Ich finde es total spannend, weil wir sehen gerade einen starken Trend bei neuen Applikationen, die dazu rauskommen, dass die, also wir haben, fallen auf Anhieb 2, 3 ein, die nicht mehr Daten auf den Server laden und die damit bewusst werben und sagen, wir haben nur die Daten auf deinem Telefon und du hast eine Exportschnittstelle. Das heißt, du kannst die Daten komplett runterladen und dann gibt es verschiedenste Möglichkeiten, ob du sie irgendwie dir ein Programm installierst, um sie auszuwerten, ob du sie irgendwo anders reinlädst. Du hast die Freiheit, damit zu machen. Die werben ganz bewusst damit, weil sie verstanden haben, dass das für Leute ganz wichtig ist, diese Kontrolle zu behalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Diskussion führen, weil diese Diskussion anheizen, dass die App-Entwickler und die Hersteller dieser Geräte sich Gedanken darüber machen, okay, wo muss es eigentlich hingehen, was ist wichtig? Und lange Zeit war einfach nur, technologisch ist das möglich wichtig. Und jetzt kommen genau diese Fragen, wie gehen wir mit den Daten um? Was möchte der Benutzer des Tools damit machen? Und die Designfragen, ganz, ganz wichtig. So, also, weil so langsam, glaube ich, die Designer dieser Apps auch anfangen, sich bewusst zu werden, okay, wenn ich entscheide, ab welchem Punkt das von roter Lampe zu grüner Lampe umgeht oder vor allem umgekehrt, hat ein Auswirkung auf das Verhalten meiner Benutzer. Und dieses Bewusstsein muss ich haben. Und das heißt, ich werde wesentlich genauer Wert drauf legen und mich hoffentlich ein bisschen besser informieren als das in der Vergangenheit. Ist es ja in den USA offenbar so, dass ich als Autofahrerin tatsächlich in mein Auto was implantieren lassen kann, was eben misst, wie vernünftig ich fahre. Das wird an die Versicherung rückgekoppelt und danach richtet sich mein Tarif. Das also gibt es in Deutschland baue ich auch schon weniger Unfälle. Es gibt eine deutsche Sparkasse, die das als Autoversicherung durchaus anbietet. Und es gibt eine Krankenkasse, die zumindest nur mal so als Angebot, genau, die AOK Nord, ihren Versicherten anbietet. Die Versicherungsdiskussion, das genau, anbietet, wir hätten hier was für dich, probier das doch mal aus, nur für deine persönliche Information, bewegst du dich genug, ernährst du dich gesund genug, hat keine Auswirkungen auf den Tarif, aber ist... Aber du kriegst einen Rabatt. Wenn du brav deine Daten bei uns ablieferst und die sehen gut aus, dann bekommst du einen Rabatt. Ist übrigens nicht so brandneu. Es gab schon eine ganze Weile mal nach dem Motto, wer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, kriegt irgendwelche Gutscheine oder von den Krankenkassen, als sie noch über solche Add-ons um Kundinnen und Kunden geworben haben. Da Sie ja der Technikfolgenabschätzer sind unter uns, ist das die Entwicklung, die wir sehen werden? Also werden wir in 10 Jahren von unseren Arbeitgebern, keine Ahnung, von der Universitätsverwaltung dazu aufgefordert, mit dem Fahrrad anzukommen und am Firmenlauf teilzunehmen? Gibt dann ein paar Slotti mehr am Ende des Monats auf dem Gehaltscheck? Um die wird es sich ja nicht lohnen. So konkret wird es wahrscheinlich nicht sein, aber es wird wahrscheinlich die Individualisierung von Risiken geben. Also man versichert sich nicht mehr bei der Krankenkasse generell nach dem Motto, ich zahle halt so und so viel Prozent meines Gehalts in die Krankenkasse und alle anderen machen das auch so und davon wird unsere Gesundheitsversorgung finanziert, sondern der Trend geht in vielen Ländern sowieso schon und möglicherweise irgendwann auch bei uns dahin, dass man wirklich seine eigenen Risiken in möglichst allen Lebensbereichen versichert. Das mit dem Auto haben Sie ja schon genannt. Also die Blackbox, die misst, ob ich immer besonders beschleunige und besonders heftig abbremse oder durch die Kurven besonders schnittig durchfahre. Ja, ich habe also offensichtlich einen riskanten Fahrstil. Versicherungspolice geht nach oben. Und bin ich dick, rauche und esse gern Pommes rot-weiß? Ja, diese Diskussion gab es auch schon mal. Die wird sicherlich auch wieder kommen, nämlich dann, wenn das Gesundheitssystem endgültig an seine finanziellen Grenzen stoßen wird, weil es einfach nicht mehr so viele Beitragszahlerinnen und Zahler geben wird. Dann könnte schon sein, dass es darauf hinausläuft, dass jeder angesichts seines Lebenswandels eben bemessen wird. Das Problem ist, dass da eine Kausalität unterstellt wird, die zu etablieren nicht ganz einfach ist.
nur weil ich nicht viel laufe oder nur weil ich viel laufe, bin ich nicht unbedingt ungesünder oder gesünder. Denn wenn ich, was ich mal eine Zeit lang gemacht habe, 25 Kilometer jeden Tag laufe, dann könnte das durchaus mal auch irgendwann heißen, naja, aber deine Gelenke hast du dir selber kaputt gemacht. Das heißt also, über die Langzeitfolgen solcher Zurechnung von Handlungen, wie man das gestalten möchte, das ist alles andere als klar. Zumindest in Sonntagsreden wird aber immer gerne ein Prinzip beschworen, das uns alle angeblich unmittelbar zusammenschweißt, das Solidaritätsprinzip, was ja Versicherungen zugrunde liegt oder mal zugrunde lag. Oder Krankenversicherung. Wird das schwinden, wird das zurückgehen und man lagert immer mehr Verantwortung aus in die Individuen und zerlöst oder zersetzt damit sozusagen die Solidargemeinschaft? Ich befürchte das tatsächlich aufgrund dieser Daten, eben wegen dieser schwer herzustellenden Kausalitäten. Und dann findet man mal die Studie irgendwie, Rotwein trinken ist unglaublich gesund. Und dann ein paar Jahre später gibt es dann die Studie, ach nee, war doch nicht. Oder ganz berühmtes Beispiel, Spinat essen mit dem Eisen angeblich. Mit Popeye. Und ich denke, man muss da differenzieren. Und ich glaube, es gibt tatsächlich Bereiche, wo man dieses Problem mit noch mehr Daten erschlagen kann. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass es genetische Risiken gibt, für bestimmte Erkrankungen anfällig zu sein, dann wird in dem Moment der Versicherung quasi verboten, Lebensstile, die das irgendwie triggern, noch zu sanktionieren, während man in bestimmten Bereichen vielleicht darüber reden kann, ja, was du da jetzt machst, das ist halt hochriskant, da musst du jetzt auch irgendwie die Verantwortung für tragen. Ist ja nicht so ganz von der Hand zu weisen, wenn man zum Beispiel das Autofahrerbeispiel nimmt. Mhm. Also ich finde schon, dass jemand, der da fährt wie der letzte Henker, durchaus gerne mal ein bisschen mehr bezahlen kann. Aber an dem Moment, wo wir bei der Gesundheit sind, sieht es eben ein bisschen anders aus, weil sich die Kausalität nicht so schnell herstellen lässt. Also diesen Reflex oder Impuls kenne ich bei mir durchaus auch. Wenn ich weiß, jemand geht unheimlich gerne Snowboarden, Mountainbiken und noch irgendwas, Paragliding ist auch noch sein Wahnsinns-Hobby, dann denke ich, hoffentlich ist der nicht in meiner Krankenkasse. Also diese Asozialität habe ich ja auch schon. Ja, also ich möchte das auch eigentlich nicht wegnehmen. Die Leute sollen die Lebensstile leben, die sie selber gut finden. Ich fand das Beispiel eben besonders interessant, als ich dann mal in einer anderen Diskussion gefragt wurde, ja, wenn du dir jetzt was implantierst und das hat Folgeschäden, da bist du doch jetzt selber schuld dran. Wieso sollen da jetzt die Krankenkasse aufkommen? Hm. Und dann sage ich schon sehr gerne, ah, aber für den Skifahrer, der jetzt unbedingt den Berg darunter rasen muss, für den kommen wir dann auf. Hm. Ja, tja, so hat jeder seine Beispiele parat, je nach Situation. Ich würde gerne noch mal kurz fragen, ob es von euch Fragen, Anmerkungen, Fleißbienchen zu verteilen gibt oder Daumen, die nach unten zeigen. Fleißbienchen ist doch auch schon wieder so ein Bonussystem. Ja, ja, ich bin darauf einfach konditioniert. Wir haben alle diese Anreizsysteme im Kopf. Ihr nehmt es einfach so hin. Gut, da ermannt sich ein Sprecher. Es kommt ein Mikro zu dir und es wäre schön, da du ja weißt, wer hier vorne sitzt, wenn du uns auch sagst, wer du bist. Ich bin Robert. Hallo. Ich habe eine Frage zu diesen Daten, über die ihr kurz gesprochen habt. Ist das nicht ein sehr deutsches Phänomen, dass wir so besorgt sind um Daten? Also es ist doch sehr lokal sozusagen, wenn es darum geht um App-Entwicklung. Ja, die meisten Innovationen kommen ja nicht aus Deutschland. Gerade was so Apps angeht, kommt das eher aus den USA. Und aus Erfahrung weiß ich, dass da nicht gerade auf die persönlichen Daten geachtet wird. Du hast so geschmunzelt, als gäbe es da eine Antwort. Ich glaube, wir sind in Deutschland besonders gut, was den Dualismus angeht. Für mich ist immer so ein, ich wünschte mir immer, wir würden wir würden tiefer graben, weil wir da eigentlich extrem gut drin sind. Einfach so von dem, wie wir ticken und wir wollen es halt verstehen und wir wollen nicht uns einfach blind was kaufen und uns darauf einlassen. Was aber meistens passiert ist, dass wir erstmal alles ablehnen und sagen, da ist so viel und ich verstehe das nicht, also es ist schlecht. Ich fand es super, irgendwie die Einleitung zu Dualismus, weil es gibt den schönen Begriff des digitalen Dualismus, der in Deutschland so stark ist, dieses Offline ist immer besser als Online. Und es wird etwas getrennt, was eigentlich gar nicht zu trennen ist, aber einfach so dieses so, die Leute sollen dann irgendwie nicht so viel auf Facebook rumhängen, sondern lieber miteinander ein Bier gehen.
trinken gehen. So, dass beides extrem eng miteinander verwurstet sein kann und in der Regel auch ist und dass wir alle irgendwie verschiedene Seiten davon haben und in einer Welt leben, das wird dann gerne ausgeblendet. Und deswegen ist das genau für mich, sind diese Diskussionen so spannend, weil ich denke, so, wir können das tatsächlich nach vorne bringen. Und genau zu diesem Punkt, ich fand es total spannend, gerade weil wir eigentlich gar nicht mehr über irgendwie Wearables und sowas gesprochen haben, sondern über Gerechtigkeit und Solidarität. Und es gibt eine Forscherin vom Berkman-Institut am MIT, die diese Woche einen sehr spannenden Artikel geschrieben hat, weil sie gesagt hat, das, was diese Technologien wie Google Glass, wie Wearables tun, ist so ein Foregrounding. Sie bringen eine Diskussion, die ganz tief in der Gesellschaft drin ist, oder eine Problemstellung, machen sie sichtbarer, als sie vorher da war. So, weil wir plötzlich werden Dinge klarer, die immer schon so ein bisschen mitgeschwungen sind. Sie hat das so am Beispiel Google Glass gemacht und irgendwie, dass wir ganz viele Probleme mit haben, weil plötzlich kann jeder alles fotografieren und man weiß ja, wenn irgendwie Männer irgendwie alles fotografieren können, dann fotografieren sie auch gerne unter den Rock und so weiter. Also diese Diskussion, die dann plötzlich dabei aufkommt, wo du denkst, so, okay, wo es überhaupt nicht um die Technologie geht. Ja, und wir haben so eine komische Angewohnheit, alles in die Technologie rein zu manifestieren. So, es ist die böse Technologie. Ja, wir reden darüber, ob Maschinen uns die Arbeit wegnehmen. Nicht darüber, dass Menschen mit Maschinen uns die Arbeit wegnehmen, sondern ob Maschinen uns die Arbeit wegnehmen. Und das ist genau für mich so eine Diskussion, die hier ganz stark stattfindet. Und es ist spannend zu sehen, es gibt, gerade wenn man jetzt so die reinen Live Style-Tracker, ne, Fitbit und so weiter anguckt. Dann gibt es mit WithThings ein Unternehmen, was aus Frankreich kommt und was so der eine einzige große Mitbewerber zu den amerikanischen Unternehmen ist. Und es ist total spannend zu sehen, wie die kommunizieren und wie die sich aufstellen. Wie denn? zum einen nehmen sie sich nicht so ernst. Sie nehmen das ganze Thema nicht so ernst. Sie bauen neue Produkte und machen dann so Apple-Verarschungsvideos, um das quasi einzuführen. Und einfach zu sagen, so, es geht gar nicht darum, irgendwie jetzt hart irgendwie auf die Zahlen zu achten, sondern es geht darum zu gucken, so sich ein bisschen zu erinnern im Alltag, wo man irgendwie sich vielleicht ein bisschen mehr bewegen kann. Und gleichzeitig aber ja, gut, einen ganz starken... Ja gut, aber das ist ja so aus der Abteilung, was Großmutter noch wusste. Also das kann ich auch jemandem sagen, oder? Es ist ja, ganz gut, sich im Alltag mich, etwas mehr zu bewegen. Das ist genau auch meine Frage. So, wenn das alles so einfach ist, warum haben wir dann denn so ein Problem mit Übergewicht und Bluthochdruck und diesen ganzen Zivilisationskrankheiten? Na, da kommt, so, glaube ich, wieder der Faulheitsaspekt ins Spiel. Ja, aber ob ich den nun auslagere in ein Gerät? Ich bin da so, was hilft? Sorry, ich mache gerade ein Fass auf. Eigentlich wollte ich so langsam abmoderieren. und bevor wir zur Schlussrunde kommen... Aber ein Fass aufmachen finde ich grundsätzlich immer gut. Ja, aber wir haben tatsächlich Zeiteisen im Rücken. Gibt es noch Fragen und Anmerkungen? Ja. Die möchte ich nicht abwürgen. Dann würde ich gerne mal zu einer, ich sag mal, zweigeteilten Schlussrunde kommen. Jewgeni Morozov sagt, Bingo. Gut, vielleicht schon das Versicherungsthema nicht selber angesprochen habe, wollte ich den jetzt wenigstens bringen. Okay. Dem Bürger kommt in diesem System, über das wir gerade reden, lediglich die Rolle einer Informationsmaschine zu, die den technobürokratischen Komplex mit Daten füttert. Mhm. Und er ruft uns auf, Fitnessbänder, Schlafmonitore, vernetzte Wagen etc. pp. zu bestreiken, also dem Self-Tracking, ja, unsere Daten nicht zu geben. Würden Sie sich dem Aufruf anschließen? Streikt? Also ist kurios, dass jemand, der sich ja angeblich als Kritiker des Internets aufzeigt, in dieselben Argumentationsschienen hineinrutscht, die er eigentlich zu bekämpfen versucht. Damit wären wir beim Kern von Morozov. Okay, das wäre also bestimmt mal ein anderer, schöner, digitaler Salon. Er ruft also zum Ludismus auf. Wir sollen also Maschinen stürmen und solche Sachen. Und das ist irgendwie auch Quatsch, weil... ohne Technik keiner von uns hier auch nur 5 Minuten lang überleben wird. Also das müssen wir auch einsehen. Wir sind von unserer technisch geprägten Umwelt abhängig. Und dieses ihr müsst jetzt ist auch so ein unglaublicher Paternalismus, der mir an vielen dieser Diskussionen, die so schwarz-weiß geführt werden, auch sehr aufstößt. Da kann ich mich nur den Bemerkungen anschließen. Was die ganze Sache problematisch macht, und das war vielleicht auch der Hinweis aus dem Publikum,
Es wird eben in Dichotomien gedacht. Es ist eben entweder alles öffentlich oder es ist alles privat. Das ist schon mal Quatsch. Technik ist gut oder Technik ist schlecht. Entweder das oder das. Und wir drücken uns letztendlich um Fragen nach dem Motto, wie gestalten wir unser alltägliches Leben? Das delegieren wir an andere oder an die Technik, statt es selbst zu machen. Wenn man es will, braucht man es nicht. Aber es ist manchmal einfach ganz gut, wenn man es nutzt, weil es einfach bequem ist. Okay, jetzt gibt es hier viel Einvernehmen. Das heißt, der Streikaufruf, der quatscht bei Ihnen nicht. Nee, ich finde, Streiken ist langweilig, sondern mein Aufruf wäre genauso, fordert das, was ihr haben wollt. Also ich fordere von diesen Herstellern Zugriff auf meine Daten und eine Datenhoheit und die Möglichkeit, jederzeit zu exportieren und woanders damit hingehen zu können. Und quasi, ich will, dass ganz klar ist, dass die Daten mir gehören und dass diese Sachen. Und ich werde in meinem Verhalten die Tools und so unterstützen, die mir genau das ermöglichen. Und weil dadurch kommen wir voran. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir solche Diskussionen haben, sodass irgendwie diese Ideen sich mehr Leute mit auseinandersetzen können und dass mehr passiert. Ich glaube definitiv, also wenn ich eine Zukunftsprognose wagen darf, dann dass wir auf einen Knall zwischen Maschinenstürmern und Technikbeistellern drauf zulaufen. Also das wird einfach kommen. Das muss nicht uns passieren, aber ich meine, ich finde es wahnsinnig zu beobachten, wie in San Francisco gerade Leute Google-Busse irgendwie blockieren, weil sie irgendwie darin die Personifizierung ihrer Stadtprobleme sehen. Und das wird ein großes Thema werden. Super, wir laden Sie auch noch mal ein, wenn es darum geht, weitere Themen zu ersinnen für diese Runde hier. Ja. Ich sagte ja zweigeteilte Schlussrunde. Auf der Seite würde ich gerne noch mal die beliebte Schlussfrage stellen. Wo geht's hin? Also was machen wir als nächstes, wenn wir die Tools dann vielleicht in einer sinnvollen Art und Weise perfektioniert haben? Schaffen wir dann das Sterben ab? Das Sterben so schnell nicht, weil, nehmen wir mal an, das, was Records Veil da und andere Transhumanisten propagieren, passiert wirklich. Darf man nicht vergessen, dann wäre es die Information in unserem Gehirn, die in so einem Computer weiterlebt, aber eben nicht unser Körper. Und das kennen wir ja schon, nämlich aus der Religion, dass der Geist aus dem Körper rausgetrennt wird und in einer anderen Umgebung weiterlebt. Das ist dann halt der Geist im Jenseits oder im Himmel. Das heißt, wenn er recht hätte, dann wäre das die Realisierung von religiösen Inhalten mit technologischen Mitteln. Ob das so kommt, Records Veil hat total tolle Argumente, aber man muss nicht zwingend dran glauben. Ich bin da so ein bisschen unentschlossen. Also das Sterben werden wir so schnell nicht abschaffen, schon gar nicht für alle Menschen. Was würden Sie sagen, wo geht's hin? Sterben ist überbewertet oder bleibt uns noch ein bisschen erhalten? Also ich gebe jetzt mal keine Prognose ab, wo es hingeht, sondern sage vielleicht ein paar Gedanken dazu, was ich glaube, was man machen könnte, um den Diskurs vielleicht ein bisschen breiter aufzufächern, als immer diese Überlagerung von dem Überwachungsskandal mit irgendwie Wearables, die uns selbst vermessen, zu machen. Weil das bringt uns auf eine Schiene, die eigentlich nicht die Frage ist. Also ich glaube, wir brauchen irgendwie neue Methoden, wie zum Beispiel das Spiel, um solche Entstehensprozesse von Prototypen mit anderen Fragen auszustatten. Also wie schaffen wir es eigentlich, dass wir dass so ein System uns dazu bringt, über uns zu lernen und uns eigentlich die richtigen Fragen zu stellen. Ich überlege jetzt mal, wie ich das auf den Punkt bringe. Klingt nicht gerade unterkomplex, muss ich sagen. Nee, es ist gar nicht so kompliziert, wie sich's jetzt vielleicht anhört. Ich glaube, dass die Beschäftigung mit der Frage, was Sie vorhin gesagt haben, wie wir eigentlich leben wollen und wie wir unser Leben gestalten, im Vordergrund stehen sollte. Und da sind so Fragen drin wie, wollen wir eigentlich uns nicht mehr ermöglichen, dass wir uns selbst belügen. Also dass diese Tools unterstellen ja, dass wir uns nicht mehr selbst belügen dürfen. Wir müssen quasi alles vermessen und es muss alles objektiv sichtbar sein und dann können wir die richtigen Entscheidungen treffen. Im Grunde ist es aber so, dass es eigentlich ein Zivilisationsgewinn ist, dass wir sowas wie kognitive Dissonanzen überbrücken können. Dass wir sagen, ich habe gestern schlecht gegessen, aber ich fühle mich heute trotzdem gut. Schummeln. Ich habe Geld ausgegeben, was ich nicht habe, aber ich kann damit trotzdem leben. Und es ist eine Entscheidung, die man, glaube ich, treffen muss, wenn man das der Gesellschaft wegnimmt. Ich glaube, dann verlieren wir eine Möglichkeit,
glücklich und zufrieden zu sein und auch ein bisschen den sozialen Kitt, wenn wir glauben, dass wir mit der absoluten Wahrheit, an die wir eh nicht kommen, glauben, dass wir irgendwie das System verbessern. Super, ein wahnsinniges Plädoyer fürs Schummeln, Mogeln, den Selbstbetrug. Wir können gleich damit weitermachen. Finde ich einen wunderbaren Schlussgedanken und wir landen auch wieder da, wo wir gestartet sind, bei den Dualismen. Also Leben und Tod war jetzt nochmal ein besonders fetter zum Schluss. Lüge und Wahrheit ist natürlich auch aus dieser Abteilung. Vielen Dank für die Runde und vielen Dank euch, wenn schon nicht so fürs lebendige Mitdiskutieren, fürs Zuhören. Und ich möchte gerne noch was kundtun, muss es mir aber selber erstmal durchlesen, weil ich es kurz vor der Veranstaltung in die Hand bekommen habe. Es gibt natürlich weiterhin einen digitalen Salon, wie immer, der am letzten Mittwoch des Monats. Was ich kundtun möchte ist, das bleibt so, aber der Ort ändert sich. Wir reden über Online-Partizipation von Machern, Mitläufern und Motivierten am 25. Juni, aber im Umweltforum Friedrichshain. Und man muss sich anmelden für diese Veranstaltung. Ist wie gehabt für Umme am letzten Mittwoch des Monats, aber ihr müsst euch anmelden. Könnt ihr auf der Seite des HIG tun und da auch die Adresse nochmal sehen. Besten Dank, schönen Abend, betrügt euch selbst. Es gibt Wein.